11 Jahre ist es nun schon her, als es das letzte Mal dieses Stadtteilderby in Frankfurt gab. Genauer gesagt trafen die beiden Kontrahenten am 28. Mai 2006 an der Mainzer Landstraße aufeinander. Die Sportfreunde benötigten damals mindestens einen Punkt, um nicht in die Abstiegsrelegation gehen zu müssen. Die Mannen aus Griesheim standen bereits als souveräner Meister der Bezirksliga Frankfurt fest. Die erste Gelegenheit der Partie gehört den Gästen. Emre Kadimli steckt die Kugel auf Okan Ilkis durch. Der kommt jedoch einen Augenblick zu spät. Weiter geht es in der 8. Spielminute. Lukas Becker führt einen Freistoß aus. Kofi Deda kann nicht richtig klären. Daniel Sousa mit dem Nachschuss. Auch eine knappe Viertelstunde später bekommen die Hausherren das Spielgerät nicht im Gehäuse der Sportfreunde unter. In der 28. Minute sehen die knapp 400 Zuschauer dann diese strittige Szene im Kampf um das Leder. Okan Ilkis dürfte hier mit der Verwarnung, die er von Schiri Wolfgang Geibel bekommt, mehr als zufrieden sein. Nur eine Minute später ist die Spielvereinigung wieder im Angriff. Aber auch diesmal bleibt es lediglich bei einer Torchance. 4 Minuten sind es noch bis zur Halbzeitpause. Der weite Ball kommt auf Daniel Tekin. Tor. Bis hierhin hatte Griesheim deutlich mehr vom Spiel. Er kämpft sich gleich mehrere gute Chancen. Das Tor machen jedoch die Speuzer. Weiter geht es nach dem Kabinengang. Zafa Sancak schnappt sich die Kugel, stürmt nach vorne und macht das 2:0 für den FFV Sportfreunde 04 in der 50. Spielminute. Ganz stark gemacht. Nach einer knappen Stunde schwächen sich die Blauen selbst. Lars Jung sieht nach einem Foul an Okan Ilkis die gelb-rote Karte. Die Sportfreunde können es jedoch vorerst nicht ausnutzen, da sie mit einem Mann mehr auf dem Spielfeld stehen. In Minute 73 wird Adem Breyernak nach einem Foulspiel ebenfalls mit Gelb-Rot vorzeitig duschen geschickt. 7 Minuten sind es noch bis zum Schlusspfiff. Wieder lassen sich die Gastgeber das Leder abnehmen. Der Ball kommt auf Okan Ilkis. Der muss nur noch einschieben. In der vergangenen Saison konnte Ilkis 37 Mal das Spielgerät im Gehäuse der Gäste unterbringen. Mal sehen, ob er auch in dieser Saison wie der Torschützenkönig des FFV Sportfreunde 04 wird. Danach passiert nichts mehr und es bleibt beim 0:3 im Frankfurter Stadtderby am ersten Spieltag der Gruppenliga Frankfurt West. Wir haben nach der Partie noch mit den beiden Trainern gesprochen. Was Mehmet Sonun und Herbert Leuß gesagt haben, erfahrt ihr in einem weiteren Video, das in Kürze online gehen wird. Ja.